Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaft. Ich sag schon den Landwirtschaftssimulator. Ich meine natürlich hier den Eurotruck-Simulator. Ne? So, wo können wir denn hinfahren? Oh, das ist weit, das ist weit, das ist sehr weit. Wiegt 44 Tonnen. Oh, das ist... Eben hatte ich schon so eine schwere Fracht, das war so ein bisschen grenzwertig. Können wir uns doch hinfahren? Oh, was ist das? Ein Leergerüst. Hm. Ich suche mir irgendwas Schönes aus. Stab? Nee, keine Stapler. Oh, eine Industriekabeltrommel. 34 Tonnen. Bringt kaum was. Aber... Na nö. Aber die, ich will nicht nach Südfrankreich, da ist wenig los. Bagger hier in die Nacht Genf. Machen wir das. Das hört sich gut an. Da sehen wir das kann. Ja, ist gar nicht so langsam. Das lag nur in den 47 Tonnen. Das kann ja ganz schön Power. Der hat ganz schön Dampf in der Haube hier, unter der Haube. Ja, das wird natürlich längere Fahrt, die wir natürlich nicht auf einmal in einer Folge schaffen werden. Aber ist ja nicht schlimm, machen wir ein paar mehr Folgen draus. Einfach ganz entspannt, lässig, ne? Bisschen die Seele baumeln lassen. Bisschen ETS fahren, so wie sieht's aus. Nächste Pause in 11 Stunden, ja, das ist doch top. Zum Tempomat an. Helsingborg. Borg. Berg Borg. Ich glaube Helsingborg. Mal gucken, ob das Scania und ich hier Freunde werden. Erster Aufenthalt in Helsingborg. Ja, ich werde natürlich auch viel lieber Livestreams machen, aber aktuell, heute, zu dem jetzigen Zeitpunkt, ist es mir nicht möglich, denn irgendwie spinnt mein Internet. Spinnt mein Internet?
du, wo ist. Da ist unsere Ladung. Schön Bagger. So, nur 1500 Kilometer. Machen wir natürlich rund um Licht wieder an. Nochmal tanken? Nee. Brauchen wir erstmal nicht, ne? Nö. Sind hier jedenfalls sehr groß. Oh, und ich fahre trotzdem über Mittel. Oh, über die Insel. Ich meine, hier teils in Frankreich habe ich schon gesehen, das sind richtig enge Passagen da teils. Ich glaube, dann mit Schwerkrafttransporter, ich glaube, mit einem Heavy-Duty-Pack. Das kann da ab und zu schon bremslich werden. Oder ein wenig anspruchsvoller. Wiegt der Junge 27? 24. Ja, gut, 24 Tonnen gehen ja noch. Mal gucken, ob wir unsere Reise irgendwas Schönes erleben. Was mitten in der Grube hier. Durchschnitt ist. Ja, Durchschnitt ist oben. 61, okay. Das war wahrscheinlich wegen den 44 Tonnen. Eigentlich sinkt er ja. Naja, wie auch immer. Wir haben Geld genug. Da hat keiner gehupt. Na gut, genau. Wir sind ja auch ein bisschen auseinander. Eine Bahn. Die Bahn schläft auch. Kann ich hier wieder so durchfahren? Das ist ja easy, kannst du mit Vollgas durchbrettern. Ah, muss man wissen, dass da keine Schranke ist. Oh, wir fahren über die Brücke. Wir fahren über die Brücke nach Kopenhagen rüber.
Das ist ja cool. Aber die Brücke ist echt höher. Ohne Errungenschaft freigeschaltet. Aquaphobie. Boah, da war ich schon. Na egal. Fast in die Mauer gebrettert. Steht da einer? Der hat auch einen Bagger drauf. Sprit haben wir noch genug. Spritverbrauch schon gesenkt von 61 oder auf 59 noch runter. Siehst du. Ja, Musik ist ganz wichtig bei solchen Fahrten. Ansonsten ist ja langweilig. Oder seht ihr das anders? Also ich muss immer Musik anhaben, wenn ich Auto fahre, immer. Außer ich habe einen richtig coolen Sportwagen, der cool klingt. Also wie ich mal noch mein Golf 6R gefahren bin, ne? Der klang schon nach ein bisschen was, das war schon Fenster runter, dann war schon cool. In den unteren Gängen, also das hat schon geballert. Hin. Ach stimmt, nach Genf. Ich wollte durch Deutschland fahren. So, wollen wir es riskieren? Können wir hier auch voll durchbrettern? Nein, Geschwindigkeitsübertretung. Egal. Dafür könnten wir voll durchbrettern. Ha! So, über die Insel sind wir jetzt schon rüber. Jetzt fahren wir gleich da aufs Festland drüben. So, die ersten 500 Kilometer zum LKW haben wir auch geschafft. Ach, wir haben uns im LKW auch nichts abverlangt, ne? Wir haben ja nicht gleich einen 44 Tonnen Trafo gezogen am Anfang. Vorher ganz neu war der Truck. Oh, das haben sie aber richtig gut nachgebaut. Das sieht denn echt fast genauso aus. Also ich war da letztes Jahr... Nee, vorletztes Jahr. Bin ich auch längst gefahren, nicht. In den Urlaub. Ich fahre so gerne nach Dänemark in Urlaub. Ist echt schön da.
Oh, hier könnte noch was erkunden. Das ist so ein Fragezeichen. Ich würde sagen, fahren wir mal ab. Und gucken, was wir hier erkunden können. Denn wir haben es ja nicht eilig. Da sehen wir teilweise, bin ich hier schon abgefahren. Hier muss man nur ein bisschen umständlich fahren, aber dafür decken wir auch neue Straße auf. Mal gespannt, was soll denn das? Ein Händler vielleicht? Oder eine Arbeitsagentur. Ich weiß gar nicht, interessiert uns das überhaupt hier im Multiplayer? Ich tippe mal Händler. So ganz aus dem Bauch rausgeschossen jetzt. Oh, das sieht nach einer Arbeitsagentur aus. Jo. Arbeitsagentur. So. Und dann stoppen wir hier für diese Folge. Ich mache nochmal ein Foto. Ich hoffe, ich habe ein Foto gemacht, ja. So, wenn es euch gefallen hat, Daumen da lassen. Ne? Schreibt mir gerne was in die Kommentare. Fahrt ihr mit Radio oder ohne? Ne? Abo, wer noch keins da gelassen hat, ist gerne dazu eingeladen. Ne? Gut. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao, ciao.